Die meisten von uns füllen den Gastank unseres Autos immer komplett auf, wenn wir kein Benzin mehr haben. Seien wir ehrlich, es ist praktischer und erspart uns einige unnötige zusätzliche Fahrten zur Tankstelle. Wenn Sie auch so ein Mensch sind, kennen Sie inzwischen dieses laute Klacken, das Sie hören, nachdem die Pumpe fertig ist, Ihren Tank mit Benzin zu füllen. Es ist das Geräusch, das Ihnen mitteilt, dass der Vorgang abgeschlossen ist und Sie die Düse sicher vom Fahrzeug entfernen können. Haben Sie sich jemals gefragt, wie Tanksäulen so schlau wurden? Lassen Sie uns den technischen Prozess dahinter betrachten. Jedes Mal, wenn wir die Gastanks mit Treibstoff füllen, ersetzen wir die Luft darin durch die Flüssigkeit. Diese Luft entweicht durch ein kleines Rohr, das im Zapfhahn vorgesehen ist. Je mehr Druck sich im Tank aufbaut, desto mehr wird dieser durch die entweichende Luft abgebaut. Jedes Mal, wenn wir beginnen, das Gas in den Tank zu pumpen, lässt sein Rohr diese Luft sehr schnell entweichen. Diese Luft kommt mit so viel Druck heraus, dass es ausreicht, das Gasventil offen zu halten. Sobald keine weitere Luft mehr entweichen kann, weil der Tank mit Treibstoff gefüllt ist, entsteht eine kleine Saugkraft, die das Ventil in seine ursprüngliche geschlossene Position zurückbewegt. Es gibt keine Elektronik oder Sensoren dahinter, nur dieser kleine Druck und Sog, der als Venturi-Effekt bezeichnet wird. Sicher könnten Sie denken, dass es nicht schlimm ist, ein paar Tropfen Benzin nach dem Stoppen der Pumpe hinzuzufügen. Es könnte Ihnen sogar ein wenig Zeit geben, bevor Sie zurück zur Tankstelle müssen. Aber das ist tatsächlich potenziell gefährlich und Sie sollten sich davon abhalten, nachzufüllen. Die meisten Kraftstoffarten benötigen etwas Platz zum Ausdehnen. Daher kann das zusätzliche Hinzufügen zu Ihrem Tank zu einem unnötigen Überdruck führen. Es kann sogar Ihren Kohlenstofffilter im Auto erreichen, der nur für Dampf funktioniert. All diese Schritte können Ihren Automotor schneller als erwartet beschädigen. Wenn Sie schon eine Weile Auto fahren, wissen Sie das sicher. Auch wenn die Benzinwarnleuchte angeht, haben Sie noch einige Kilometer zu fahren, bevor Ihr Auto vollständig liegen bleibt. Je nach Art des Autos, das Sie haben, werden Sie sicher rechtzeitig zur nächsten Tankstelle kommen. Es könnte noch zwischen genau 60 und 177 Kilometer weiterlaufen, bevor es völlig ausfällt. Aber es ist am besten, die Spezifikationen jedes Autoherstellers zu überprüfen. Es könnte auch mit der Größe Ihres Benzintanks zusammenhängen. Hier ist ein weiterer wichtiger Tipp, den Sie sich merken sollten, wenn Sie zur Tankstelle fahren, der sogar Ihr Leben retten könnte. Sobald Sie aus dem Auto aussteigen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie das Fahrzeug zuerst berühren, bevor Sie die Zapfpistole anfassen. Insbesondere im Winter. Der Grund dafür ist die sogenannte statische Elektrizität. Und diese ist in der kalten Jahreszeit stärker spürbar, weil wir dazu neigen, Kleidung zu tragen, die anfälliger für diesen Effekt ist, wie Nylon oder Polyester. Wenn Sie sich um das Auto herum bewegen, können Sie statische Elektrizität erzeugen. Sobald Sie die Zapfpistole berühren, kann ein Funke entstehen. Und wenn das in der Nähe von brennbaren Lösungen passiert, ist das nie gut. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie ein T-Metallteil des Autos berühren, damit der Effekt aufgehoben wird und Sie es sicher mit dem Auftanken fortfahren können. Um Ihr Auto in Bestzustand zu halten, lassen Sie den Tank niemals unter ein Viertel seines Gesamtvolumens sinken. Denn wenn Sie die letzten Reste Kraftstoff im Tank erreichen, kann es zur Kondensation kommen, die das Benzin verdünnt und möglicherweise den Motor beschädigt. Darüber hinaus ist das letzte bisschen Benzin möglicherweise nicht von bester Qualität. Am Boden des Tanks sammelt sich in den meisten Autos Kraftstoffsediment an, das ebenfalls nicht gut für Ihren Motor ist. Stellen Sie also sicher, dass Sie regelmäßig die Tankstelle besuchen, lange bevor Ihre Warnleuchten anfangen, wild zu blinken. Wenn der Fahrer beim Fahren vergisst zu schalten, kommt es zu langsamen Fahren mit hoher Geschwindigkeit oder schnellem Fahren bei geringer Geschwindigkeit. Im Falle von langsamem Fahren mit hoher Geschwindigkeit benötigt der Motor mehr Kraftstoff, um eine bestimmte Geschwindigkeit zu erreichen, was jedoch den Kraftstoffverbrauch erhöht.
Schnelles Fahren benötigt viel Benzin im Motor bei geringer Geschwindigkeit. Aber es kann nicht vollständig verbrennen, was zu Kohlenstoffablagerungen führt. Um dies zu verhindern, treten Sie voll aufs Gas und blasen den Dreck raus. Wenn Sie hauptsächlich Pendelkilometer fahren, könnte es gut sein, Ihr Auto auf die Autobahn zu bringen und loszulassen. Aber auch dies wird die Kohlenstoffablagerungen nicht vollständig verhindern. Wenn Sie keine Garage haben oder Ihr Auto für längere Zeit draußen parken müssen, empfehlen Spezialisten, es wöchentlich zu waschen. Das mag vielleicht etwas übertrieben klingen. Aber wenn man Dinge wie sauren Regen oder Vogelkot bedenkt, möchten Sie das Finish Ihres Autos vielleicht so lange wie möglich schützen. Oder hey, Sie könnten es sogar in ein nachmittägliches Workout umwandeln. Das Waschen, Saugen und Polieren Ihres Autos verbrennt etwa 1100 Kalorien. Dasselbe gilt für Ihr Schiebedach, wenn Ihr Auto mit einem solchen ausgestattet ist. Kfz-Wartungsspezialisten sagen, dass Sie das Glas- oder Metallpanel oft öffnen müssen, um sicherzustellen, dass die Abflusslöcher nicht durch Schmutz verstopft sind. Um zu überprüfen, ob die Abflüsse richtig funktionieren, gießen Sie etwas Wasser darauf. Hier benötigen Sie jemanden zur Unterstützung, um zu überprüfen, ob das Wasser richtig abfließt. Wenn es nicht abläuft, endet es höchstwahrscheinlich im Autoinneren, daher sollten Sie es vielleicht professionell überprüfen lassen. Aber es zu oft zu waschen oder automatische Autowaschanlagen zu besuchen, kann auch schädlich sein. Es geht alles um das Gleichgewicht. Ich weiß, wieder, auch dies erfordert ein Gleichgewicht. Einige Autoenthusiasten haben bemerkt, dass die Bürsten in automatischen Waschanlagen etwas zu rau sein können. Und sie können potenziell den Lack ihres Autos beschädigen oder sogar einen Scheibenwischer abreißen. Es ist am besten, wenn ein Auto von Hand gewaschen wird, und zwar mit einem Seifentyp, der darauf ausgelegt ist, sanft zum Autolack zu sein. Sicherzustellen, dass Sie die gleichen Reifentypen haben, ist nicht nur für die Ästhetik wichtig, es ist von höchster Bedeutung für einige empfindliche Funktionen in Ihrem Auto, wie das ABS-System. Das Mischen und Abstimmen von Reifen kann den Tachometer und die Sensoren, die mit den Autoreifen zu tun haben, beschädigen. Verschiedene Reifentypen reagieren unterschiedlich auf die gleichen Druck- oder Reibungsmengen, was Ihr Auto insgesamt aus dem Gleichgewicht bringen kann. Wenn Sie in einer Gegend leben, in der Sie Ihr Auto nicht jederzeit sicher fühlen, sollten Sie vielleicht darüber nachdenken, auch ein Ortungssystem in Ihrem Auto zu installieren. Es könnte sein, dass Sie dazu einen Fachmann konsultieren müssen. Aber wenn Ihr Auto jemals umplatziert wird, verlassen sich die meisten dieser Systeme auf drahtlose Technologie und GPS, um ein Signal auszusenden und so den Standort Ihres Fahrzeugs anzuzeigen. Aber wenn das ein bisschen zu viel ist, hier ist eine einfache Sicherheitscheckliste mit 3 Punkten, die Sie sich merken sollten. Jedes Mal, wenn Sie sicherstellen möchten, dass Ihr Auto sicher und unbeschädigt ist. Erstens, schließen Sie es jedes Mal ab. Selbst wenn Sie glauben, in einer Gegend ohne viel Diebstahl zu sein, kann ein unverschlossenes, draußen geparktes Auto für unerwünschte Gäste verlockend erscheinen. Überlegen Sie als nächstes sorgfältig, wo Sie parken. Das bedeutet, wenn möglich, in der Nähe Ihres Wohnorts und in einem gut beleuchteten Bereich. Dies sollte potenzielle Eindringlinge davon abhalten, einzubrechen, da Verbrecher keine großen Fans von gut beleuchteten Bereichen sind. Zuletzt entfernen Sie immer Handtaschen, Handys oder andere wertvolle Gegenstände aus Ihrem Auto, bevor Sie es unbeaufsichtigt lassen. Wenn Sie jedoch einige Dinge im Auto lassen müssen, stellen Sie sicher, dass sie nicht so gut sichtbar sind, etwa im Kofferraum oder in anderen Fächern Ihres Fahrzeugs. Ein anderer Weg ist es, Ihr Auto so oft wie möglich schön und glänzend zu halten. Wenn das Fahrzeug sauber und gut gepflegt aussieht, könnten die Leute annehmen, dass sie auch ein effektives Alarmsystem und ein GPS haben. Im Grunde genommen ist es eine weitere effektive Methode, mögliche Schäden zu verhindern, bevor sie überhaupt geschehen.